Mein Name ist Mickey Wiese. Und das sind meine ermutigenden Geschichten. Jetzt aber die Geschichte von meinem Freund Gott und mir. So, da ich inzwischen 50 bin, brauche ich auch eine Brille dazu. Wie hat das also alles angefangen? Als mein Freund Gott einmal in aller Öffentlichkeit bekannt geben ließ, dass ich sein Freund sei, war ich tief berührt. Und das kam so. Vor ein paar Jahren geriet ich trotz genauer Beobachtung der meisten christlichen Benimmregeln in eine Phase von permanentem Stress, gepaart mit dem Gefühl der Nichtsnutzigkeit. Die anderen Jesus-Hinterherrenner schienen mir von Tag zu Tag heiliger zu werden, und aus ihren Erzählungen meinte ich sicher entnehmen zu können, dass sie alle tagelang beteten, in der Bibel lasen und sogar fasteten. Das Schlimme an diesen Situationen sind dann ja vor allem die Blicke, die dir sagen, na, jetzt wird's bei dir aber auch mal Zeit für einen anerkannten Erfolg, für einen Durchbruch. All das blieb bei mir damals Wunschdenken und es schien mir gerade so, als ob die ganze Welt an mir vorbeizöge, um mehr Erfolg zu haben als ich. Und wenn es damals schon Facebook gegeben hätte, dann hätte ich wahrscheinlich einen Statusbericht gepostet, der so geht: Kennst du diese Leute, die nie was erreicht haben? Ja, ich bin einer von ihnen. Und wenn es dir so ähnlich geht, dass du dich auch so fühlst, dann hör gut zu, was daraufhin passiert ist. Schließlich konnte ich schon kaum mehr einen Sonnenuntergang genießen. Das wiederum konnte mein Freund Gott gar nicht ertragen. Also besorgte er sich einen sehr netten, distinguierten und prophetisch veranlagten Musiker aus Arkansas, dem Bauernstaat der USA, um mir mal so richtig die Meinung zu sagen. Nichts von alledem ahnend, was Gott geplant hatte, ging ich an diesem Abend in den Gottesdienst und freute mich eigentlich auf nichts mehr als einen entspannenden Lobpreis, ein gutes Konzert und danach vielleicht noch ein paar Bier für die nötige Bettschwere. Und dann fand ich mich plötzlich vor die Bühne gerufen, alle Augen auf mich gerichtet, und dieser Musiker, der mich nicht kannte, richtete mir Grüße von meinem Freund Gott aus. Mickey, du denkst, Herr, ich bete nicht genug, ich faste nicht genug, ich tue dies und jenes nicht genug, ich bin nicht geistlich genug. Aber der Herr sagt, du bist mein Kumpel, du bist mein Freund. Du musst nicht einen Haufen Dinge tun, du musst einfach nur Gott lieben. Da war ich aber ziemlich platt. Tief in mir drin hatte ich mir zwar schon lange gewünscht, dass mein Freund Gott mal so ganz öffentlich verlauten ließe, dass ich auch ein Guter bin und damit all den mitleidigen Lächlern mal den Mund stopfen würde. Aber da ich wusste, dass so ein Wunsch nicht christlich ist, hatte ich es eigentlich nie richtig erwartet. Nun weiß mein Freund Gott zwar auch über christlich Bescheid, aber zum Glück ist er Gott und darf sich auch einfach so benehmen, als wäre er es. Er lobt den ungerechten Haushalter, lässt die Ehebrecherin einfach ziehen und schützt Marias vor Marthas. Wenn es darum geht, zu lieben, hält mein Freund Gott sich nicht an Regeln oder Zeiten. Eine Begegnung mit solch unorthodoxen Liebestaten Jesu ist jedenfalls genau das Richtige, wenn man mal so richtig unten ist. Solange man oben ist, hat man dafür ja keine Zeit. Für mich jedenfalls gehört das Erlebnis mit dem amerikanischen Botschafter zu den prägendsten meines gesamten Glaubenslebens, gegen das viele andere Highlights richtiggehend verblassen. Und wenn du auch so etwas erlebst, dann zweifle nicht, ob es von Gott kommt, weil es vielleicht nicht dem Gewohnten entspricht. Ein solches Erlebnis ist ein Schatz im Acker. Nimm es und verwahre es gut. Atme es heimlich ein. Denn lang sind die Winter dort, wo du nicht liebst. Dass Gott mein Freund ist, hat mich durch mehr Tiefen hindurchgetragen als die Tatsache, dass er Großes mit mir vorhat, und ist zur Botschaft meines Lebens geworden. An diesem Abend habe ich ganz elementar ergriffen, dass Gott zwar die ganze Welt gewinnen will, dass er dies aber unter keinen Umständen auf Kosten meiner Seele tun wird. Ich lese die Bibel seither immer wieder, vor allem unter dem Aspekt der Freundschaft Gottes zu den Menschen durch. Und wenn dann wieder ein diesbezüglicher Vers mein Herz berührt, schicke ich meinem Freund Gott dankbar einen Kuss nach oben. Und dann erzähle ich davon,
zu allen passenden und unpassenden Gelegenheiten. Dieses prophetische Wort, das ich an diesem Tag empfangen habe, ging noch ein bisschen weiter und da ging es noch mehr um Freundschaft auch. Da sagte Gott durch den Propheten zu mir: Weißt du, was deine hauptsächliche Gabe ist? Es ist Freundschaft. Du bist ein Freund für die Leute. Du liebst sie für das, was sie sind, und du verdammst sie nicht. Und du bist ein Mann, nach dem andere suchen werden. Du hast nicht immer eine gute Sichtweise von dir selbst. Manchmal sprichst du sogar negativ über dich selbst. Aber der Herr sagt: Du bist mein Freund, Mickey. Sprich nicht in dieser Weise über dich selbst und zieh dich nicht länger nach unten. Denn weißt du was? Du bist ein Freund Gottes. Er mag dich einfach. Er verbringt gerne Zeit mit dir. Das ist eine wunderbare Sache. Ich habe das über sehr wenigen Leuten prophezeit, sagt er, wo ich wirklich den Eindruck hatte, dass sie Freunde Gottes sind. Und die Botschaft deines Lebens ist: Man kann ein Freund Gottes sein, wenn man ihn liebt und sich von ihm lieben lässt. Diese Botschaft von Freundschaft ist tief in deinem Herzen. Sie wird herauskommen durch deine Musik, sie kommt heraus durch deinen gesprochenen Dienst, und irgendwann wirst du auch über die Freundschaft zu Gott schreiben. Freund Gottes, treib dich mit Gott herum, höre mit ihm zusammen Musik an, teile mit ihm dein Herz, deine Träume, rede mit ihm, wie du mit einem Freund reden würdest. Nicht wie mit einem weit entfernten Gott, sondern wie mit einem Freund. Und lehre die jungen Leute, dass Gott ihr Freund sein kann. So viele von denen, die du berührst, fühlen sich so, als hätten sie keinen einzigen Freund. Bringe ihnen diese Botschaft von der Freundschaft mit Gott, und die Kids werden darauf reagieren. Naja, und dann habe ich angefangen, das zu tun. Habe das in immer stärkerem Maße getan und habe mich nicht mehr davon beirren lassen, was andere Leute meinten, was ich so als guter Christ zu tun und zu lassen hätte. Ich habe auf dieses einschneidende Erlebnis hin angefangen, mein Leben einmal unter diesem Aspekt der Freundschaft mit Gott zu betrachten. Ich wollte sehen, ob das, was ich mit Gott erlebt habe, dieser Freundschaftsthematik entspricht. Und das habe ich dann alles aufgeschrieben. Glaube bedeutet für mich, eine Freundschaftsbeziehung mit Gott zu haben. Mein Lebensziel empfinde ich als ein Transportieren dieser guten und frohmachenden Botschaft, dass eine Beziehung zu Gott nicht schwer ist, dass Gott existiert und dass er ihr Freund sein will.